es auch getan. Mich als Typ ausgeben? Ehrlich. Ich hätte gesagt, eklig. Ein Tür gewinnst. Mephist, ein kühler Föhn. Die sehen ja toll aus, ihr Lieben, richtig? Du meinst, was ist denn in dich gewickelt? Und Chris... Du hast alles kaputt. Ich war stundenlang in diesem Laden, bevor ich was gefunden habe. Jungs haben keine große Auswahl. Also, Buddy, Junge, willst du ab jetzt... Na, was meint ihr? Über aller Zeiten. Nein, ich meine Maddys neuen Look. Süß. Zu, vielleicht was doch einfach... Buch habe ich noch. Der letzte Schliff. Und, haben wir sein. Also, Caitlin, nur Sleepover-Club-Mitglieder. Ganz genau. Club, ich kann gar nicht fassen, wie nett ihr die Mitgliedschaftszeremonie... Ich sehe zuerst über dich erzählen. Was sind deine... Ich liebe Essen. Nö. Und geheime Engel. Ich sitze in der Schule hinter... Hallo? Hier ist Caitlins Mutter. Es ist deine Mutter. Schon okay. Los, Mädels. Unsere T-Shirts warten. Na los! Roger, Roger, Roger! Wer ist Roger? Das ist Kusumus! Wenn wir jetzt nichts unternehmen, bricht der Sleepover mit angefangen. Hey, hey, hey. Die Richtung? Essen wir persönliche Streitereien? Hinten anstellen? Und... Chloe, hä? Huh? Sie trifft den Nagel auf den Kopf. Wir werden jedem... Ich dachte, wir tricksen... Gut. Was geht nicht? Ist nicht verknallt. Oh, verstehe. Völlig unbedingt. Tyler, jetzt sag doch auch mal was. Bei Sonnenaufgang stehen die Sterne günstig für Liebende. Horoskope sind doch immer wieder gut. Das sind alles natürliche Stoffe. Frühstück fürs Gesicht.